Außergewöhnlich normal. Was ist das? Ein außergewöhnlich normaler Mensch ist einer, der jenseits des Gewohnten ist. Ungewöhnlich ist außer des Gewohnten. Das heißt, du bist vielleicht ein Mensch, der erkannt hat in seinem Leben, dass er irgendwie anders tickt. Dass vielleicht schon in der Schule, in dem Kindergarten oder sogar in der Familie schon die anderen alle immer anders waren. Und dass du erstmal mit viel Unverständnis durchs Leben gelaufen bist und gar nicht verstanden hast, was bewegt Menschen und warum ist das, was mich bewegt, so sehr anders? Bis hin zu deinem Humor möglicherweise oder dem, womit du dich gedanklich beschäftigst oder mit dem, was du fühlst als hochbegabter Mensch, als hochsensibler Mensch, als hochsensitiver Mensch. Dieses außergewöhnlich Normalsein ist etwas, woran man sich erst gewöhnen muss. Und wenn da niemand ist, der erstmal klar macht, dass das Außergewöhnliche wirklich normal ist, ist es bei sehr vielen Menschen eine ganz selbstverständliche Reaktion, sich erstmal sehr zurückzuziehen und ihre Außergewöhnlichkeit nicht zu zeigen. Weder die Sensibilität noch die feinfühlige, spürige Medialität, Spiritualität, die Empfindung des Körpers, die Reflexionsfähigkeiten, die Wahrnehmung von anderen Menschen, von Situationen, das wird alles so geheim gehalten. Und solange das Kind noch keinen Namen hat, nämlich zu wissen, da gibt es so etwas wie Hochsensibilität und Hochsensitivität, ist es erstmal ein sehr einsames Erlebnis, weil ganz viele Menschen, gerade wenn sie es als Kinder, Jugendliche schon erlebt haben, glauben, sie sind sehr alleine damit. Und das ist nicht der Fall. 10% aller Menschen sind außergewöhnlich normal, anders begabt. Entweder haben sie eine Hochbegabung der Sinne, eine Hochbegabung des Verstandes, des Gehirns, der Synapsenvernetzung, das ist voll egal. Keine Wertung damit verbunden, einfach nur mehr von etwas. So wie wenn ich mehr von Körpergröße hätte. Und wenn du erkennst, dass du auch so ein Mensch bist, der hochsensibel ist oder hochbegabt ist und mehr wahrnimmst, mehr vom Leben hast, anders bist als die allermeisten Menschen, die du bis dahin kennengelernt hast, dann ist die erste wunderbare Erkenntnis, dass du damit nicht allein bist. Und wir haben ja heute das Internet und es gibt sehr viele Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen, die auch so sind, die auch anders reagieren zum Beispiel, die anders fühlen, die anders denken, die anders mit Menschen umgehen, die anders Probleme lösen. Und vernetz dich mit diesen Menschen. Versuche wirklich Gleichgesinnte zu treffen, erstmal in Online-Foren, da gibt es jede Menge davon, gerade bei Facebook oder bei Xing. Und auch in realen Treffen wie Stammtischen, Meetings, die in vielen Städten vorhanden sind, um in kleinen Gesprächskreisen zu wissen, hallo, ich bin nicht alleine. Und das ist wunderschön. Es ist wunderschön, so zu sein. Du lernst dann mit der Zeit, diese Andersartigkeit zu veredeln, zu polieren. Nicht im Sinne von höher heben, im Sinne von Überheblichkeit. Nein, einfach im Sinne von nicht mehr verstecken, sondern dazu stehen, dass du so bist. Und jetzt wird's schön, jetzt wird's richtig spannend. Wenn du an dem Punkt schon bist, dann weißt du auch, dass du mit dem, wie du bist, absichtlich so geworden bist. Ja, sonst wärst du anders. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir im Leben geworden sein könnten. Und wenn du es nicht bist, muss das einen Sinn haben. Überleg dir, warum hast du diese Gaben bekommen? Warum bist du besonders feinfühlig? Warum kannst du so viel wahrnehmen? Warum kannst du so viel denken? Warum kannst du viel reflektieren? Warum erkennst du Probleme? Warum siehst du auch schnell Problemlösungen? Warum findest du ungewöhnliche Arten, mit bestimmten Situationen im Leben umzugehen? Das kannst du einsetzen. Das kannst du wirklich für dich und deine Umwelt nutzen. Und schon wird aus dieser Gabe, die du hast, eine Aufgabe. Diese Aufgabe für dich herauszufinden, ist meine Einladung heute an dich. Was sind deine ganz speziellen Gaben als außergewöhnlicher Mensch? Was macht deine Hochsensibilität aus? Was deine Hochsensitivität? Was deine wunderbare Fähigkeit, besonders clever zu denken?
und wo kannst du das einsetzen? Wo kannst du es weitergeben? Was kannst du damit machen? Denn halte dir vor Augen, wenn du damit nichts machen solltest, wärst du anders geworden. Dann wärst du ein einfacher, gestrickter Mensch gewesen. Und das ist aber nicht der Fall. Es muss einen Grund geben. Finde den Grund, finde dein ganz persönliches Warum. Und wenn du dein persönliches Warum gefunden hast, dann weißt du als nächstes, dass was du tust und dann weißt du auch, dass wie du es tust in deinem Leben. Lebe deine Gaben und deine Aufgaben. Alles Liebe.